Mahlzeit Leute, willkommen zurück beim ersten FC Saarbrücken. Und ihr wisst noch, wir brauchen einen Stürmer und wir brauchen einen Tormann. Also wir wollen zumindest einen Stürmer und einen Tormann. Aber bevor wir das jetzt machen, ich habe hier nochmal durchgeguckt, gibt vielleicht auch noch den einen oder anderen, den wir noch zusätzlich auf die Transferliste setzen. Ich habe mal geguckt, wir haben hier auch 4 offensive Mittelfeldspieler im Kader, von denen aktuell eigentlich nur einer spielt, nämlich hier der Tobias Jennecke. Also wir werden Golley, den denke ich, eigentlich hätte ich den Golley behalten, aber dessen Vertrag läuft aus. Ich glaube, den setze ich mal raus. Den behalten wir, der hat dann noch 2 Jahre Vertrag. Dann haben wir hier den hier, der ist erst 19, Theo Herr. Den würde ich gern verleihen, wenn es irgendwie geht. Also wenn uns den jemand abnimmt. Dann habe ich gesehen, wir haben nicht nur 3 Linksaußen, wir haben 4 Linksaußen. Jonas Singer, den können wir getrost auch auf die Transferliste setzen. Gut, so schaut's jetzt aus. Den brauchen wir auch nicht. Marius Köhl. Rechts außen, da haben wir andere Spieler, die das als Nebenposition haben. Also sollte wirklich der Schipnowski mal ausfallen, dann werden wir auch nicht auf den 2,3er zurückgreifen. Von daher weg damit. Hat einen Marktwert von 310.000 immerhin. Also kann man mitnehmen, wenn da ein Angebot reinkommen sollte. Gut, dann schauen wir mal. Transfers und Scouting. Spieler scouten und verpflichten. Und jetzt sortieren wir, beziehungsweise jetzt suchen wir mal einen Tormann. Einen deutschen Tormann, der auf der Transferliste sitzt. So. Und Schalke. Michael Langer. Marktwert ist okay, aber der hat natürlich ein riesiges Gehalt. Das können wir vergessen. Also vielleicht so einen alten hier, ne? Das ist wahrscheinlich das ist erschwinglich. 5,9. Hm. Oder hier, guck mal. Mit 450.000. Ron-Torben Hoffmann von den Bayern, 21, ist auch ein Sechser, oder ist ein Sechser, sogar, was haben wir momentan drinstehen? Ich glaube ein Fünfer, ne? 280.000, Tom Mickel, 31, der wäre erschwinglich. Also Langer ist vielleicht ein bisschen zu arg mit 35, aber der Mickel, der kann auf jeden Fall, also der kann locker noch die 2 Jahre her und der sieht auch gut aus. Fangsicherheit plus, Fausten plus, Reflexe plus, ein Minus, das wir nicht kennen. Ich denke, da machen wir mal ein Vorgespräch. So. Und dann... Uiuiui. Aber 900.000. Was haben wir denn für ein Budget eigentlich? Ich glaube, nee. Also um sowas zu kaufen, muss man definitiv erst verkaufen. Lass uns mal kurz reinschauen. Was haben wir denn? Wir haben... Ja, Transferbudget 200.000. Also das ist nicht wirklich viel. Da müssen wir definitiv was verkaufen. Sonst funktioniert das nicht. Und wir brauchen noch, oder wir wollen noch einen Stürmer. Da gucken wir auch direkt mal. Was da auf der Transferliste sitzt. Ich denke, das können wir mal runterfiltern. Ja, mehr als... Was haben wir hier? Gott. Das Geld ist nichts zu haben. 500.000. Sind 5er das Beste.
Schauen wir mal. Wir müssen ja nicht zwingend was kaufen, was auf dem Transfermarkt ist. Wir können ja mal so schauen. Sascha Mölders. Ja. Die Wampe. Ja, das wäre schon finanzierbar, ne? Und geil wär's. Wisst ihr was? Auschwitz auch nicht so verkehrt. Albert Bunyaku, der kickt tatsächlich noch. 36 bei Viktoria Köln. Ja, aber Müll, das wäre eine Sache. Komm, Vorgespräch. Gut. So, da haben wir mal die beiden. Also dann werden wir uns auf jeden Fall mal... Ach, guck mal, Stroh Engel. Auch so ein Kandidat. 5,5. Ja, das sind halt alles so alte Hasen, ne, die man für das Geld bekommen kann. Aber was anderes, wenn wir uns in der Qualität nicht leisten können. Zumindest nicht, wenn wir noch einiges vorher verkauft haben. Ich lasse die beiden mal. Warte mal, kann man den auch irgendwie scouten? Nee, ach, Strohengel will ich gar nicht. Mölders und... Wen hatten wir fürs Tor? Wen hatten wir hier? Tom Mickey. Gut. Dann, apropos ja, Verkaufen und Geld, dann sollten wir jetzt uns mal am Anfang um die Sponsoren kümmern. Und zwar hier. Hier finden Sie Ihre Sponsoren und erhalten Informationen zu den TV-Einnahmen. Ist ein Sponsorenplatz nicht besetzt, sollten Sie sich umgehend auf die Suche machen. Bares Geld und so weiter. Wir werden, haben wir hier, Hauptsponsor haben wir. Hier haben wir alles, Bandenwerbung ist noch frei. Und zwar haben wir 8 freie Banden noch. Da werden wir mal, wir können 2 Termine machen. Die werden wir beide auch wahrnehmen. Im Übrigen vom System her, also für alle, die das nicht kennen, das ist jetzt anders als zum Beispiel beim Fußballmanager oder beim Footballmanager, wo man wirklich alles machen kann und Zeit hat, alles zu tun, auch in einer Woche. Hier ist es so, dass ich quasi ein Zeitbudget habe, mit dem ich arbeiten muss. Also hier 12 von 35 Stunden sind jetzt verplant. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht 10, 15 Vertragsgespräche in einer Woche führen. Das geht hier nicht. Damit muss ich arbeiten. Und entsprechend gibt es eben dann auch sowas wie eine eigene Gesundheit. Ihr seht, es wäre jetzt eine erholsame Woche von der Menge Termine. Die kriegen wir mit Sicherheit aber auch noch zugeklatscht die Woche, keine Sorge. Und wir können, oder man kann, die Termine hier natürlich verschieben, ihr seht's. Und man kann sie dann, glaube ich, auch verlängern. Na gut, beim Vorgespräch jetzt nicht, aber... Zum Beispiel hier die Bandenwerbung und ihr seht, was das hat was mit den Verhandlungsrunden zu tun. Also ich bekomme mehr Verhandlungsrunden, wenn ich den Termin länger mache. Ich denke, machen wir mal so, verlängern das jeweils um 2 Stunden. So, dann brauchen wir, haben wir mit Sicherheit hier noch Sachen. Wir können die Namensrechte für unser Stadion, für den Ludwigspark abtreten. Wir haben hier auch noch mehrere Tribünen frei. Auch das werden wir machen. Da geben wir auch nochmal... Da machen wir mal richtig lange her. So, dann Persönliches. Wir werden automatisch einmal pro Woche Sport treiben. Das ist dann auch ein Termin. Und wir werden mal eine Weiterbildung machen. Die Weiterbildung, wenn ich das richtig verstanden habe, die bringt uns eben hier Fortschritt beim Manager-Level. Gut, habe ich was vergessen? Mitglieder. Hier können wir
so Sachen hier festlegen, was unsere Mitglieder für Vorteile bekommen. Wir können hier Präsidium, das passt erstmal soweit alles. Marketing, da kriegen wir einen Überblick über unsere Fanartikelverkäufe etc. Hier müssen wir reingucken. HR, also Personalabteilung. Und wir sehen, man stellt quasi hier vorne immer einen Hauptverantwortlichen an, so wie jetzt hier der Co-Trainer, das ist wirklich hier Lars Abja mit bestimmten Kompetenzen. Und alles weitere hinten, diese Mitarbeiter, von denen sieht man jetzt keine Stats. Die sind halt einfach da und die kosten einen bestimmten Betrag X, so wie jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel das als Beispiel HR nehmen, wo wir jetzt gerade drin sind. Leiter HR haben wir keinen, einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, den könnte ich einstellen. Und hier hinten Recruiter und Manager haben wir einen und hier zwei. Und hier sehen wir die Auslastung. Also das passt soweit. Was wir allerdings sehen, ist, dass wir zum Beispiel hier bei der ersten Mannschaft hier oben Spezialtrainer und Betreuer, dass die übermäßig ausgelastet sind. Das heißt, da müssten wir Personal noch anstellen. Wir gucken jetzt hier mal rein, erste Mannschaft. Und halten nochmal zurück, damit wir das nochmal kurz sehen. Hier sind es 180%, hier sind es 169%. Ich denke, da werden wir jeweils einen mehr einstellen. Also hier einen Spezialtrainer, gehen wir bei Ziel auf 2. Beim Betreuer gehen wir Ziel auf, müssen wir fast auf 4. Und das regelt jetzt quasi Lars Abja für uns. Die werden jetzt mit der Zeit, geht halt eben das Vorhandene auf den Zielwert, wenn er dann jemand gefunden hat. Gut, eine Sache wollen wir auch noch machen. Ein Freundschaftsspiel würde ich gerne ausmachen, weil in 13 Tagen geht ja schon die Saison los. Jetzt gucke ich gerade mal hier. Organisation hier unten. Spiel vereinbaren. Genau. Jo. Dann lassen wir es doch mal laufen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hier habe ich übrigens mal reingeguckt. Jugend. Da ist nichts wirklich Prickelndes dabei. Zweite Mannschaft haben wir ebenfalls, aber auch da, ihr seht die Stärken. da ist nichts dabei, was man irgendwie in die dritte Liga hochziehen kann. Eine Sache wollten wir noch machen. Genau, das Training durchgehen. Und da gehen wir jetzt mal durch alle durch. Trainingsziel. Was macht er? Er trainiert die Schwäche ab, 1 gegen 1. Das ist okay. Kann man hier einfach irgendwo durchwechseln zum nächsten. Ne, aber hier können wir durchwechseln. Deville trainiert Kopfball. Ja, er ist schon relativ weit. Lassen wir. Ist zwar nicht so wichtig für einen Außenspieler, aber lassen wir trotzdem. Nächster. Ich will hier nur gucken, dass hier kein kompletter Bullshit drin ist. Volley ist okay. Ja, lassen wir. Vor allen Dingen, weil er halt eben schon Fortschritt hat. Ihr seht's. Antritt ist immer gut. Lassen wir auch drin. Linker Außenstürmer. Flanken ist gut. Sverko, Kopfball ist okay. Torriecher ist okay. Jason Breitenbach trainiert Ball, also arbeitet an seiner Schwäche. Ballgewinne auch okay. Arbeitet ebenfalls an seiner Schwäche. Wobei, was ist das? Ballbehauptung, Kreativität. Ja, komm, lassen wir. Abwürfe ist die Schwäche. Ja, lassen wir auch. Jonas Singer ist auch okay. Ausdauer ist immer gut, wenn er die Schwäche hier ablegt. Was haben wir hier? Torriecher. Bulic, Stellungsspiel, defensiver Mittelfeldspieler. Ballbehauptung, Ausdauer. Da könnte man es mal überlegen. Also da würde ich fast...
Ballbehauptung. Ist er genauso weit? Geh mal auf die Ballbehauptung. So, Marius Köhl. Allein gegen den Tormann, das ist seine einzige Schwäche. Die trainiert er ab. Okay. Chipnowski, Kreativität, sehr gut. Auch seine einzige Schwäche. Das ist mit unser stärkster Mann hier, Niklas Chipnowski. Fröse, trainiert lange Pässe. Ja, wenn er hier nicht schon so weit wäre, hätte ich gesagt, Dribbling, die Schwäche wegnehmen, aber das ist okay. Zeitz, Ballgewinne. Mhm, passt auch. Mendler, Ausdauer ist immer gut. Marius Müller, Kopfballschwäche. Aha. Hm. Linker Außenverteidiger. Hm. Nee. Also da sind mir die Ballgewinne tatsächlich wichtiger. Er ist zwar hier schon relativ weit, aber wir wechseln trotzdem. Sebastian Jakob, das sind so Stürmer. Arbeitet in einem Stellungsspiel, hat aber auch noch zwei Schwächen. Ausdauer und Ballbehauptung. Ah, lassen wir trotzdem erstmal drin. Uaferro, Aufbauspiel. Seine andere Schwäche ist die Übersicht. Ja, Aufbauspiel ist okay. Jennecke arbeitet an Flanken als offensiver Mittelfeldspieler. Hm. Das ist mir. Oh ne, du solltest an deiner Ausdauer arbeiten, mein Junge. Gehen wir hier rein. Christopher Schorsch, lange Pässe. Okay. Steven Zellner, lange Pässe. Hm. Könnte auch an seiner Schnelligkeit arbeiten. Hat aber schon ein bisschen was drauf. Lassen wir. Schusstechnik. Ja, mach das. Bösel, lange Pässe. Probleme mit Flanken. Ja, lassen wir trotzdem, ist schon weit fortgeschritten. Barilla Ecken. Nee. Also an Ecken braucht er wirklich nicht trainieren, dann soll er lieber an seinen Flanken arbeiten, die sind nämlich grottig. Daniel Batz und dann sind wir durch, ne? Okay, gut, dann rein in die Woche. So, wir kriegen hier noch Vorschläge. Abteilungsleiter suchen, genau, HR. Haben wir ja gerade gesehen, da hatten wir keinen, da haben wir einen Ehrenamtlichen, das ist okay, den nehmen wir rein, den Termin. Trainingslager, nee, das organisieren wir mal nicht, das ist mir zu teuer. Charity-Aktion ist okay. Und sie sollten selbst Sport treiben, habe ich ja eigentlich auch angeklickt, machen wir. 32 von 35 Wochen, Stunden sind zu, von daher passt es, gehen wir rein. Jetzt müssen wir noch Training festlegen, aber das hatte ich ja, glaube ich, auf Fitness festgelegt. Ich denke, das lassen wir so, wie die Standardvoreinstellung ist. Da werde ich jetzt am Anfang auf jeden Fall noch nichts individuell anpassen. Das müsste so passen. Wir brauchen jetzt erstmal Konditionen. Wir sind bei 65. So, sobald die Woche startet, sehen Sie einen Bildschirm mit den Wochentagen und den wichtigen anstehenden Ereignissen, vor allem natürlich den Spielen. Passiert an den einzelnen Tagen etwas, zum Beispiel im Training, wird dies angezeigt, bei Terminen wird die Woche unterbrochen und Sie können zum Beispiel mit einem Spieler verhandeln oder ein Trainingslager vereinbaren. Wichtig ist auch, wenn die Woche jetzt erstmal gestartet ist, hab ich keine Chance mehr einzugreifen. Also ich kann jetzt schon keine weiteren Termine mehr legen, obwohl ich vielleicht noch Stunden frei hätte, das muss ich alles am Anfang machen, am Anfang der Woche, und wenn ich dann drauf geklickt habe, dann ist durch. So, wir legen die Eintrittspreise fest. Ich würde sagen, wir gehen hier ein bisschen runter mit den Preisen. Wir werden hier 16.800, wir werden hier eh relativ selten ausverkauft haben. Wir machen das mal so. 7 und 15 Euro, Logen haben wir eh keine.
So, Sascha Mölders, was sagt er? Der Spieler ist sehr zurückhaltend. Mir gefällt es beim TSV 1860 München gut, meint er. Ein Wechsel hat für mich aktuell keine Priorität. Ja, das glaube ich ihm, dass es ihm dort gefällt. Gut, dann wird es schwer, ne, ihn zu bekommen. Was sagt Tom Mickel? Dasselbe. Also, das Interesse ist nicht so gut. Was haben wir? Es gibt drei verschiedene Risikokategorien. Geringes Risiko steht für hohe Festbeträge und kleine Prämien. Bei Verträgen mit hohem Risiko ist es genau umgekehrt. Dafür sind diese normalerweise etwas höher dotiert. Verhandeln Sie immer möglichst hart. Je größer der Abstand zwischen Ihren Forderungen und dem Angebot des Sponsors, desto schneller geht dessen Geduld nach unten. Also das hier ist die Geduld. Also dieser grüne Kreis um dieses Bild. Schwarzwaldmilch. Können wir, was ist das? Geht es um den Tribünennamen? Okay, bis 24. Das sind 4 Jahre. Zahlung pro Jahr. Jetzt setzen wir da mal hoch auf 30.000. Ja. Ich meine, einen Aufstieg in die zweite Liga halte ich jetzt erstmal nicht so. Wir gehen hier mal noch runter ein Jahr und gehen hier weiter hoch. Und das wären unsere Verhandlungspunkte und jetzt drücken wir mal auf Verhandeln. Jetzt seht ihr, das haben sie schon angenommen, hier haben sie sich schon angenähert und das hier fehlt. Ich kann weiter drücken. Ich habe insgesamt 4 Runden. Die erste ist rum, die zweite. Ah, sie kommen nicht näher, ne? Kommen uns. Doch, jetzt sind sie auf 30. Aber meine Verhandlungsrunden sind durch. Gut, akzeptieren wir. So, Pokalauslosung, da sind wir gar nicht dabei, vermutlich, oder? Da sind wir nicht dabei, dann machen wir das im Schnelldurchlauf. Ja, die nächste schauen wir uns wieder an. So, Verhandlung Bandenwerbung. Das sortieren wir jetzt erstmal. So, pro Bande 95.000 pro Bande. Das ist okay. Wir haben 8 freie Banden. Fangen wir doch mal mit denen an und drücken das hier mal auf 150. Ja, absteigen werden wir nicht. Wir geben. Ja, wir gehen voll auf, nur aufs Geld hier. 140 sind schon sehr, sehr weit. Das kriegen wir, glaube ich, hoch auf 160, 170. Sie haben es erfüllt. 170 pro Bande. Das ist eine Menge. Unterschreiben. Sebastian Jakob veranstaltet einen kleinen Abend für. Das war jetzt zu schnell. So, was haben wir? Oh, da ist eins für 100.000 pro Bande starten. Wir können noch 4 Banden verkaufen. Wir könnten natürlich auch an die hier verkaufen, dann wären wir zu. Aber ich denke, wir machen das und machen dann lieber nächste Woche nochmal einen Termin. Und zwar, weil das kriegen wir mal richtig. Da knallen wir hoch. 180. 170. Naja, 170 ist auch okay. Unterschreiben. So, jetzt geht es ja nochmal um einen Tribünennamen. Möchte ich kürzer und dafür mehr Geld. Das ist erfüllt. 30, 34, Sie haben es erfüllt. Unterschreiben. So, und das ist jetzt der Stadionname. Da gibt es jetzt richtig Kohle. Und ich glaube, da werden wir auch alles hier drauf setzen. 320. Also nur hier auf das. Na, und sie erfüllen es. Hiermit ist es erfüllt. Unterschreiben. Trainingsverletzung. Kians Fröse hat sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Und wir können ein Freundschaftsspiel ausmachen. Ich möchte einen leichten Gegner. Wir nehmen hier Oldenburg, oder?
Ja, komm. VfB Oldenburg. Da haben wir jetzt direkt ein Freundschaftsspiel. Dauerkartenrabatt. Geben wir auch ein bisschen mehr. Ihr seht, wie sich hier der Smiley verändert. Ah, 3, das ist zu viel. In dem Moment, wo er besser wird, hier bei 23%. Gut. So, Mitarbeiter suchen. Das ist jetzt wäre der für die Personalabteilung. Ein Jahr. Jahresgehalt. Uiuiui, das ist aber teuer, ne? Achso, halt. Ich kann hier ja hier auswählen. Das ist der hier. Stufe 8, das ist zu viel, das brauchen wir nicht. Stufe 7 geht bei 28 Behandlung los. Hier sind natürlich Dreier. Dreier ist wiederum. Ich weiß nicht. Das ist unser Restbudget. Ich meine, das ist schon eine Hausnummer, ne? Wenn man jetzt hier, sage ich mal, selbst wenn er das jetzt erfüllt, 16.000 in so einen Spieler steckt, ja, sind 10% von unserem Restbudget. Komm, wir probieren mal. Wenn ich nur auf 16 runterkriege, nehme ich ihn. Ja, keine Chance. Nach 2 Runden schon abgelehnt. Können wir jetzt hier noch mit anderen? Ja. Entscheidungsfreude, Verhandlungen, schlecht in Teamführung. Ui, der hat aber viel. Entscheidungsfreude gut, super, Loyalität super, Frusttoleranz super, Verhandlungen gut, Teamführung ist auf seine Schwäche, aber das ist natürlich schon. Komm, wisst ihr was, dann probieren wir mal den. Wir nehmen den mal nur für ein Jahr und handeln hier noch runter. Gucken mal, was hier geht. Ah, für 9.000 auf ein Jahr. Den nehmen wir mal. Besser als einen Ehrenamtlichen, und 9.000 ist okay. Charity-Aktion war ein voller Erfolg. Sehr schön. Gut, und jetzt geht's gegen den VfB Oldenburg, aber das machen wir in der nächsten Folge. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ich versuche die Folgen immer so zwischen 20 und 30 Minuten zu halten, lieber kurz, und dafür mehr in der Woche. Ich habe jetzt gestern eine Doppelfolge gemacht, heute gibt's eine, und nächste Woche gibt's dann ja auf jeden Fall, also mindestens 4, muss man gucken, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Vielleicht behalte ich das auch bei, dass wir samstags, weil es der Fußballtag ist, der traditionelle, dass ich vielleicht samstags immer eine Doppelfolge reinhau. Schauen wir mal, je nachdem, wie ich vorankomme mit dem Aufnehmen. Ja, aber dafür eben bleiben die Folgen unter 30 Minuten. Das ist so auf jeden Fall mein Ziel. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt Spaß, und dann sehen wir uns beim Spiel, beim Freundschaftsspiel gegen den VfB Oldenburg in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.